Jeden Tag werden in Deutschland zwei Mädchen in Gruppen vergewaltigt. Und diese Dame hier, die möchte nicht, dass ihr davon erfahrt. Die Dame ist Julia von La Chevalerie. Sie ist Mitglied der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und Journalistin des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes. Sie war beim SWR, beim RBB und sie möchte mir verbieten, mit euch darüber zu sprechen, wie die Sicherheitslage in Deutschland ist. Das Absurde ist, es geht um eure Sicherheit. Es geht darum, dass allein 2021 677 Mädchen Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurden und ein Jahr später schon 112 mehr. In einer Klasse im Brandenburger Landtag habe ich genau von diesen Themen berichtet. Die Lehrerin fiel mir daraufhin ständig ins Wort, ihr kennt sicherlich solche Lehrer, und von La Chevalerie möchte nun, dass ich öffentlich gecancelt werde. Ich darf nicht mehr ihrer Meinung nach vor Schulklassen auftreten und meine angeblich kruden Themen berichten. Dabei beruhen sie alle auf Daten und Fakten. Es geht darum, dass andere Meinungen unterdrückt werden und dass ihr über die Sicherheitslage im Land nicht aufgeklärt seid. Und dabei spielt es keine Rolle, wie alt ihr seid. Vor zwei Jahren hatte es ein 11-jähriges Mädchen in Neustrelitz getroffen. Sie wurde vergewaltigt, der Täter kam nicht mal in Haft. Deshalb lasse ich mich nicht canceln und werde euch immer wieder von der Wahrheit in unserem Land berichten. Oder was meint ihr? Ist es wichtiger, über die Wahrheit zu reden? Oder ist es wichtiger, Dinge auszusparen, weil man denkt, das wäre die falsche Meinung?